Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Heute ist Freitag. Musste kurz nachdenken. Ja, ich bin wieder zurück in London, aber nicht für eine lange Zeit, denn morgen geht's auf eine kurze weitere Reise. Allerdings ist die wirklich sehr, sehr kurz, aber dazu morgen oder später mehr. Ja, ich bin echt wieder gut in meinem Rhythmus hier angekommen, muss ich sagen. Und ich dachte, ich zeige euch heute so ein bisschen ja meine momentane Morgenroutine. Und generell ist es bei mir auch so, dass ich so ein bisschen für mich rausgefunden habe, dass meine Morgenroutine idealerweise gar nicht so vollgepackt und so Instagrammable slash perfektionistisch slash Miracle Morning ist, sondern für mich geht es in der Morgenroutine oder in meiner persönlichen Morgenroutine eher um Entspannung. Ich habe gemerkt, dass mir das tatsächlich mehr bringt, als zu meditieren, Sport zu machen, schon eine Stunde E-Mails zu machen, sondern ja, tatsächlich auch so viel wie möglich zu schlafen. Deswegen ist es auch schon recht spät. Ja, und natürlich, ihr wisst ja, wenn ich sowas filme, hat es nur so den, ja, einen bestimmten Anspruch, was die Realität anbelangt. Einfach dadurch, dass Philipp natürlich bei seiner Morgenroutine ist, vielleicht nicht unbedingt gefilmt werden möchte. Und dann, ja, ist sowas natürlich da nicht mit drauf. Aber der ist natürlich auch da, normalerweise. Jimmy hingegen hat gar nichts dagegen, wenn man ihn filmt, sondern er ist nach wie vor der, der immer sofort ins Bild springt. Ja, und ihr habt ihn, glaube ich, auch alle sehr, sehr vermisst. Deswegen ist das vielleicht auch ganz gut. Ja, das heutige Video findet in Kooperation mit Natural Cycles statt. Generell habe ich mich extrem darüber gefreut, dass ich ein Video zu dem Thema und eben in Kooperation mit Natural Cycles machen darf. Denn ich werde auch sehr oft von euch danach gefragt, wie ich verhüte, allgemein, ob ich was zum Thema hormonfreie Verhütung erzählen kann. Und ich selber verhüte schon seit jetzt fast 3 Jahren hormonfrei. Und da dachte ich, wäre das mal ganz cool, euch ein bisschen darüber aufzuklären, ja, was die Grenzen, was die Möglichkeiten davon sind, wie das Ganze überhaupt funktioniert, was wichtig dabei ist, worauf man achten muss, welche Risiken das Ganze hat. Und das würde ich dann jetzt gleich nach dem ersten Heißgetränk vielleicht mal mit euch machen oder bei dem ersten Heißgetränk. Aber jetzt guckt mich Jimmy erstmal ganz wehleidig an, denn der muss raus. Und auch der braucht jetzt noch ein bisschen TLC von mir. Oh Gott, Jimmy, guck mich doch bitte jetzt nicht so an. Und ja, deswegen, ich kümmere mich kurz um mich. Und dann sprechen wir uns gleich dazu. Ja, vielleicht bin ich dann auch ein bisschen wacher. Bitte nicht nachmachen. Ich habe von Vego, ihr kennt ja bestimmt den veganen Vego-Riegel, den Aufstrich hier gefunden. Und ich weiß wirklich hundertprozentig, dass es den auch in Deutschland gibt. Oh mein Gott. Das ist so gut. Aber das Messer solltet ihr bitte trotzdem nicht ablecken. Ja. Ich kann euch hier die Kombination aus Avocado und Granatapfel sehr ans Herz legen. Ist wirklich unheimlich lecker. Und generell, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon gemerkt habt, aber meine Morgenroutine ist momentan wirklich sehr minimalistisch. Also wir versuchen momentan wirklich so viel wie möglich zu schlafen und vor allem so regelmäßig wie möglich. Ich merke schon auf jeden Fall, dass man im Herbst-Winter noch mehr Schlaf braucht als in der sommerlichen Jahreszeit. Wichtig sind aber trotzdem auch
Jimmy schnuppert hier an meinem Frühstück, das geht nicht. Besonders wichtig sind einfach regelmäßige Schlafenszeiten und eben eventuell diese Schlafenszeit im Herbst, Winter ein bisschen zu verlängern. Und wir werden es nachher auch nochmal davon haben, aber falls ihr hormonfrei verhüten möchtet, zum Beispiel mit Natural Cycles, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr eben geregelte Schlafenszeiten habt, ein sehr geregeltes Leben und eben so eine feste Morgenroutine, dass es euch einfach möglich ist, diese festen Zeiten einzuhalten und eben einigermaßen einen relativ vorgegebenen Schlafrhythmus zu haben, denn sonst ist es einfach viel zu ungenau und dann macht es keinen Sinn. Deswegen ist es auf jeden Fall eine sehr gute Motivation auch für so eine geregelte Morgenroutine. Und was wir meistens machen ist, wenn der Wecker klingelt, meistens wache ich ohne Wecker auf. Immer zur gleichen Zeit, das werdet ihr auch merken, das ist der Vorteil von sowas. Ihr trainiert quasi euren Körper, dass er automatisch aufwacht. Jetzt, wo die Tage sich nochmal extrem verlängern, was jetzt kürzer und länger sein anbelangt, ist es für den Körper eben ein bisschen schwieriger, sondern auch eine große Umstellung. Aber trotz Fernreise geht es bei mir ganz gut. Ich wache automatisch auf. Es kommt natürlich noch dazu, dass Jimmy dann auch irgendwann aufstehen möchte oder sich bemerkbar macht das erste Mal. Und dann bleiben wir aber meistens echt noch fast eine Stunde im Bett liegen und genießen einfach, dass wir auch Zeit zusammen verbringen können. Unterhalten uns, dösen auch nochmal wieder ein, besprechen irgendwie, was wir den Tag über vorhaben, wie wir uns den Tag vorstellen. Wir machen sehr, sehr oft Mittagspause auch zusammen, seitdem wir jetzt umgezogen sind. Und das sind eben so unsere zwei Alltagsinseln, jeweils nochmal eine Stunde, die wir eben zusammen haben. Deswegen ist das für uns halt sehr, sehr wichtig. Und deswegen stellen wir da auch momentan einfach zurück, irgendwelche verrückten Sachen zu machen, wie verrückt im Sinne von Sport, Meditation, irgendwie so ultra produktiv zu sein. Was ich euch gleich aber zeige, ich mache morgens nicht so gerne Sport, sondern eher in der Mittagspause auch oder abends. Was morgens aber zu meiner Morgenroutine gehört, und das mache ich meistens irgendwann nach dem Essen, ich suche mir ein Workout raus. Und zwar schaue ich, ich habe so eine App, wo ich auch in verschiedene Fitnessstudios gehen kann und Yogastunden. Und meistens gehört dann zu meiner Morgenroutine, dass ich mir aussuche, was ich mache und meinen Tag eben plane. Aber jetzt muss ich mich erstmal nochmal meinem Avocado-Toast widmen. Ganz wichtig, Teil der Morgenroutine ist auch, dass Jimmy seine Medikamente bekommt. Jimmy, schau mal. Du? Da? Ist auch noch ein bisschen müde, der Kerl. So, mein Heißgetränk of choice und ich, wir sind ready. Ich habe mir einen Chai mit Hafermilch gemacht. Oh, der ist noch ganz schön heiß. Und ich dachte, während ich den jetzt gemütlich trinke, erkläre ich euch mal ein bisschen mehr, um was es bei Natural Cycles geht. Zum einen ist es natürlich eine App, die ihr auf eurem Handy haben könnt, und es ist die momentan einzige zertifizierte Verhütungs-App. Was ihr sonst noch dafür braucht, es geht natürlich nicht nur mit der App, ihr braucht ein Thermometer, um eure Basaltemperatur zu messen, und das Thermometer sollte mindestens 2 Dezimalstellen hinten haben, denn ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit beschäftigt habt, aber es ist wirklich kriegsentscheidend, wie genau die Temperatur ist. Deswegen muss das Thermometer sehr genau sein und eben 2 Kommastellen hinten haben. Ja, und ansonsten ist es wirklich ganz, ganz einfach. Ihr könnt euren Zyklus einfach besser kennenlernen, euren Körper besser kennenlernen, indem ihr eure Körpertemperatur während des gesamten Zykluses trackt. Und anhand der kleinen Schwankungen könnt ihr dann erkennen, ob ihr fruchtbar seid, ob ihr nicht fruchtbar seid. Und eben auch natürlich andere Symptome eintragen und damit auch ein besseres Gefühl dafür kriegen, wie es euch so in bestimmten Phasen eures Zykluses geht. Für mich war das schon sehr, sehr hilfreich, als ich damals die Pille abgesetzt habe. Ich habe eigentlich keinen mega bestimmten Grund damals gehabt. Ich habe sie sehr lange genommen. Bei mir war es damals so, dass ich relativ schnell und auch wirklich Glück hatte, dass ich wieder in so einen sehr normalen Zyklus reingekommen bin. Aber auch für mich war das so, dass ich meinen Körper wirklich nochmal neu entdeckt habe und viele Vorgänge im Körper erst dann richtig verstanden habe, als ich mal eben mit dieser Methode angefangen habe. Man kennt das auch unter den Wörtern Symptothermale Methode und NFP, natürliche Familienplanung heißt das, glaube ich. Allgemein wurde das eher auch erfunden für die Familienplanung, also dass man seinen Zyklus analysiert, um eben zu wissen, wann man fruchtbar ist. Aber natürlich kann man das umgekehrt genauso einsetzen, um herauszufinden, wann man eben nicht fruchtbar ist. Generell muss ich euch auf jeden Fall darauf hinweisen, dass keine Verhütungsmethode dieser Welt
nicht diese, aber auch kein Kondom und schon gar nicht die Pille wirklich keine zu 100% sicher ist. Keine schützt zu 100% vor Schwangerschaft. Besonders aber bei dieser Methode solltet ihr über 18 sein, wenn ihr das Ganze anwendet. Ihr solltet euch darüber bewusst sein, dass jederzeit eine ungewollte Schwangerschaft eintreten kann. Generell ist sie sehr, sehr sicher. Und klinisch bestätigt ist hier, dass die Wirksamkeitsrate bei 93% ist, was wirklich extrem gut ist. Und was man natürlich machen kann oder auch machen sollte, vor allem an kritischen Tagen, ist diese Methode mit anderen Verhütungsmethoden zu kombinieren, zum Beispiel mit einem Kondom, das ist ja ganz klar. Ja, und was ich natürlich an dieser Stelle auch sagen muss, und das gilt aber auch für viele andere Verhütungsmethoden, Natural Cycles oder die Temperaturmethode schützt euch natürlich nicht vor Geschlechtskrankheiten. Das heißt, generell sollte man dort immer ein Kondom verwenden. Wenn ihr in keiner festen Beziehung seid, wenn ihr wechselnde Sexualpartner habt, dann bitte, bitte, bitte achtet auf euch und benutzt ein Kondom. Ja, und ansonsten ist eben Natural Cycles vor allem etwas für Leute, die in einer sehr gefestigten Beziehung sind. Und ja, ich bin super zufrieden damit. Es hat mir extrem viel gebracht, nicht nur allgemein eben die Verhütung, dass das natürlich etwas ist, worum man sich kümmern muss und dass man dann was gefunden hat, worauf man selber vertraut und womit man sich vor allem wohlfühlt, gerade auch als Frau, sondern eben auch für meinen Körper die Hormone loszuwerden. Dadurch haben sich in meinem Körper auch extrem viele Sachen wirklich besser wieder regeneriert. Ich hatte zeitweise nicht so super tolle Schilddrüsenwerte, was hormonell bedingt war, und das ist momentan wieder richtig, richtig gut. Ja, und generell, falls ihr mal mehr Fragen zu so einem Thema habt, ich kann auch gerne nochmal ein größeres Video dazu machen, was vielleicht auch noch ein paar andere, ja, Punkte anspricht, dann schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Ansonsten dachte ich, erzähle ich euch jetzt nochmal genau, wie man das tatsächlich benutzt, weil ich glaube, für einige ist es doch was Neues. Ja, aber erstmal Prost. Oh, heiß. Das Ganze funktioniert so, dass ihr mit dem Thermometer eure Basaltemperatur misst, bevor ihr das erste Mal richtig aufsteht. Idealerweise sollte das immer so mehr oder minder um die gleiche Zeit herum passieren. Und das macht ihr am besten jeden Tag tatsächlich. Wenn ihr natürlich irgendwann die App sehr, sehr lange benutzt, oder generell reicht es auch, wenn ihr so 5-mal die Woche ungefähr sehr regelmäßig eben zur richtigen Zeit misst. Und dann kann der Algorithmus immer noch sehr, sehr genau ausrechnen, wann eben eure fruchtbaren Tage sind und wann ihr eben ungeschützten Sex haben könnt und wann eher nicht. Ja, und wie ich schon gesagt habe, ist die Wahl des Thermometers wirklich sehr, sehr wichtig. Es muss 2 Dezimalstellen haben. Ihr könnt also kein normales Fieberthermometer nehmen, das ist ganz wichtig. Ihr könnt auch euch mal informieren, bei Natural Cycles gibt es verschiedene Abo-Möglichkeiten. Es gibt auch ein kostenloses Probe-Abo für einen Monat, aber wenn ihr zum Beispiel ein Jahresabo nehmt, da ist ein Thermometer dabei und es ist wirklich dann auch insgesamt immer noch extrem günstig auf den Monat gerechnet. Also wirklich nur ein paar Euro, und ja, das finde ich auf jeden Fall super, weil andere Verhütungsmittel gibt es ja auch nicht umsonst. Und deswegen finde ich, kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Generell ist es von der Technologie her auch extrem interessant, weil es steckt wirklich sehr viel künstliche Intelligenz dahinter. Dieser Algorithmus, der eben dann berechnet, wann ihr wie verhüten müsst, also ob ihr euch noch ein Kondom dazu nehmen müsst oder etwas anderes. Und was ich auch sehr interessant fand selber, als ich jetzt damit angefangen habe, war, dass am Anfang ist es wirklich, die nehmen das halt sehr, sehr ernst, logischerweise, was die Sicherheit anbelangt. Am Anfang hat man sehr, sehr viele rote Tage, also rote Tage im Sinne von, dass sie eben einen da nicht freisprechen, ungeschützten Sex zu haben. Und je länger man das Ganze benutzt und je mehr Daten man eingibt, desto genauer wird das Ganze auch. Das heißt, dann hat man auch mehr grüne Tage irgendwann und das Ganze wird eben immer und immer genauer. Und das finde ich eben sehr, sehr gut, weil es gibt viele andere Apps, die, ja, wenn man einfach ein paar Daten eingibt, dann alles so voraus planen und dann ist es halt immer noch, ja, einfach nur ein relativ normaler Algorithmus, der auch nicht so individuell ist. Also man gibt einfach Daten ein und man weiß ja auch nicht so recht, ob es wirklich stimmt, was die Leute eingeben, und dann finde ich, kann es auch mal sehr ungenau sein. Deswegen finde ich das hier gut, dass sich das so ein bisschen aufbaut und immer genauer wird.
Ja, und generell, falls ihr aber selber irgendwie natürlich dazu beitragen möchtet, dass das noch schneller und noch genauer wird, kann man auch so kleine Urintests machen, um den Eisprung festzustellen und dann die Daten zum Beispiel eingeben. Das ist aber total optional, das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Aber das wäre eben auch noch eine Möglichkeit und ja, finde ich sehr, sehr cool. Ja, und so funktioniert das Ganze. Ihr könnt auch gerne mal kommentieren, falls ihr es auch schon mal ausprobiert habt. Würde mich auch sehr, sehr interessieren und ja, wie ihr damit gefahren seid. Ansonsten weiß ich nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Ich bin schon in meinen Yoga-Klamotten. Ich habe mir eben eine Yoga-Stunde gesichert. Zwar erst am frühen Abend, aber da ich jetzt sonst heute eher so Hausarbeit und Arbeit geplant habe, dachte ich, ziehe ich mir gleich meine gemütlichen, tollen Yoga-Sachen an. Und dann gehe ich heute Abend zu einer entspannten Yoga-Stunde. Ich glaube, es ist eher so eine Art Yin-Yoga, oder? Ich muss gleich nochmal nachschauen, was es genau war. Auf jeden Fall dachte ich, da kann ich auch ein bisschen wärmer angezogen sein. Momentan ist bei uns eh total stürmisch und es ist richtig ungemütlich, aber sehr herbstlich. Von daher möchte ich mich nicht beschweren. Ich dachte, ich zeige euch mal meinen Yoga-Look für später, weil ich weiß, dass einige von euch das sehr interessiert. Das Oberteil, also der Pulli und auch die Leggings sind von Mandala Yoga Wear. Beides aus einem super sanften, baumwollartigem Stoff, also richtig, richtig schön kuschelig. Und das Shirt darunter ist total alt. Ich glaube, das war auch mal von H&M. Das ist so lang genug, dass man es aber auch, und vor allem auch ganz dünn, dass man es reinstopfen kann, wenn ich das hier ausziehen muss in der Yogastunde später. Und dann habe ich so Wollsocken an, die sind handgemacht, die habe ich in Helsinki geschenkt bekommen. Ja, und das ist mein Look und ich glaube, viel mehr werde ich auch schminktechnisch nicht machen. Ich hatte mir, bevor ich angefangen hatte zu filmen, ein bisschen Concealer aufgetragen, weil ich gerade hier am Kinn so ein richtiges Breakout habe, weil ich vermutlich in 1 bis 2 Tagen meine Tage bekomme. Mal sehen, wie gut mein Algorithmus schon abgestimmt ist, beziehungsweise ich glaube, es soll am Montag losgehen, aber vielleicht geht es auch schon am Sonntag los. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja, hin und wieder kriege ich da auf jeden Fall nochmal hormonelle Pickel am Kinn, wenn ich kurz vor meiner Periode bin. Haare, ja, passiert auch nicht mehr viel. Dann dachte ich, zeige ich euch noch einen Teil. Das hatte ich die Tage auf Instagram an und wurde ganz oft danach gefragt. Und zwar ist das ein Mantel von Stine Goya, den ich neu habe. Und der ist total schön und ich dachte, ich zeige ihn euch mal in einem Video. Ich glaube nicht unbedingt, dass man ihn noch bekommen kann. Ich habe ihn im Sale ergattert, jetzt kürzlich erst. Ich verlinke es euch mal vielleicht, falls es doch noch welche gibt. Und der hat hier so Stickereien und das ist so total witzig, weil diese Farbkombination kann man sich erst so gar nicht vorstellen. Aus diesem Senfgelb, dann rosa oder pink und dann rot. Und dann sind hier überall wie so Zitate drauf gestickt. Und wie so Line-Drawings, was ja momentan super modern ist. Und es ist so ein bisschen wie so ein Duster-Coat geschnitten, also so sehr flatteriger Trenchcoat. Mit, ja, auch hier so einem Bändel, wo man es zusammenbinden kann. Und was aber sehr praktisch ist, er hat 2 Druckknöpfe. Und dann kann man das Ganze so zumachen. Und es hält dann bombenfest und dann eben eher dekorativ hier diesen Strap quasi drum machen. Ja. Extrem schön und die Farbe gefällt mir so, so gut. Und ich dachte, das zeige ich euch mal. Der Tag ist sowas von verflogen. Ich bin jetzt schon fertig fürs Yoga. Habe mich gerade umgezogen, beziehungsweise wärmer angezogen. Jetzt war gerade noch die Freundin von mir, die Janina, da und hatte wiederum eine Freundin oder Bekannte dabei. Und die haben für ein Shooting unser Rooftop angeguckt. Fancy. Ja, war auch ganz nett. Und ja, leider hatte ich jetzt aber nicht so viel Zeit, denn davor war ich noch ein paar Sachen abholen, unterwegs, Recycling gemacht, also Sachen, die man jetzt in den letzten paar Wochen halt überhaupt nicht hingekriegt hat, wo ich weg war. Und jetzt muss ich eben los. Und ja, dann habe ich noch ein paar Sachen vorbereitet für unseren Trip, den wir morgen machen. Und dann erzähle ich euch vielleicht morgen ein bisschen mehr dazu, wenn es losgeht, glaube ich, habe ich mir jetzt überlegt, weil ich heute schon so viel mit euch gesprochen habe und ich glaube, sonst wird es ein bisschen lang und langweilig. Deswegen machen wir das lieber morgen, aber jetzt geht's auf in die Yoga. Sag mal hallo. Hallo. Nein, heute ist welcher Tag? Dienstag. Nein.
Samstag. Samstag. Und wir filmen jetzt eine kleine Urlaubsbescherung. Und meine liebe Schwester filmt sie jetzt als Kamerakind. Ich übergebe. So, ihr Lieben. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Luzi. Einmal, ja, Katze. Ist es auch cool? Okay. Ja, hab ich. Weiter. Hast du von mir noch ein Pferdekostüm? Ein Pferdekostüm? Oh, leider gerade nicht zufällig. Und aufmachen! Wir wollen gleich einen Drachen haben. Die sind auch zu Themen frei. Aufmachen! Da ist ja mein Ding. Oh, das ging aber schnell. Aufmachen. Okay. Hier ist noch eine andere Hello Kitty-Knabberei. Aufmachen. Und Leopold kriegt nichts. Wow. Der darf zugucken. Guck mal, eine Weihnachts-Hello Kitty. Ist bei denen schon Weihnachten? Guck mal, Mama! Super! Vielleicht macht Tante Mimi dir die Öhrchen auf. Die Öhrchen, ja. Dann soll ich schnell. Extrem schnell. Soll ich die aufsetzen? Oh, die passen mega gut. Habe ich es richtig gemacht? Hallo ihr Lieben, heute ist Montag. Ich dachte, ich melde mich heute nochmal bei euch und erzähle euch ein bisschen was von meinem Wochenende. Ja, ihr habt gerade ein paar Schnittbilder gesehen, einen kurzen Zusammenschnitt. Ich war zu Hause in der Heimat und zwar das allererste Mal mit Philipp zusammen, mit dem Flieger, abgesehen von unserem Besuch zu Weihnachten letztes Jahr, wo wir mit dem Auto gefahren sind. Und wir haben eine Hundesitterin gefunden. Das erste Mal in 14 Jahren hatte ich jemanden, also eine bezahlte Hundesitterin, die sich um Jimmy gekümmert hat, und zwar total toll. Sie ist selber Tierärztin und ja, deswegen hatte ich wirklich Vertrauen auch in sie und auch wegen Jimmys Alters und ja, wegen all den Sachen, wo ich sonst halt immer total Angst hatte, und ja, es war echt gut. Ich war allerdings trotzdem nur knappe 40 Stunden in Deutschland, wenn überhaupt, und deswegen war alles ein bisschen stressig. Und da wir das erste Mal so zusammen da waren, Philipp und ich, waren zum einen sowieso einige Familienfeiern. Wir waren wegen der Taufe von meinem Patenkind da. Und der andere Tag oder die andere Zeit war dann auch noch verplant, um andere Familienmitglieder von beiden Seiten zu besuchen, die wir eben seit Jahren quasi so zusammen nicht mehr gesehen haben. Ja, und das war ganz schön stressig. Und natürlich konnte ich dabei nicht filmen, das meiste. Ich habe so ein bisschen gefilmt, als wir abends noch so ein bisschen gespielt haben vor der Taufe am Abend davor. Da war meine Cousine dabei und ein bisschen mein Onkel dabei und natürlich meine Schwester und ihr Mann und Philipp und ich. Und das war mega witzig. Da habe ich ein bisschen gefilmt und dann, ich weiß gar nicht, was ich noch gefilmt habe. Ich habe das jetzt noch nicht geschnitten, aber auf jeden Fall nicht besonders viel. Ja, und als wir dann zurück wollten oder als ich zurück wollte, gab es ein bisschen ein Drama. Und ich dachte, ich erzähle euch kurz davon. Also, es gab einen Sturm in Baden-Württemberg und es war relativ so genau vor der Zeit, bevor ich zurückfliegen wollte. Und dann habe ich schon gemerkt, so, oh, das wird ein bisschen knapp. Und ja, dann war halt das große Drama.
dass ich wirklich Angst hatte, dass mein Flug ausfällt und dass ich abends nicht mehr zurückkomme. Und das wäre halt dann jetzt wegen dem heutigen Tag problematisch geworden mit Jimmy und der Hundesitterin, weil die eben heute arbeiten muss bei der Tierklinik. Und das hätte man zwar irgendwie auch hindeichseln können, aber es wäre halt einfach nicht ideal gewesen. Und ich habe dann festgestellt, ich bin das erste Mal, glaube ich, mit EasyJet geflogen. Und bei EasyJet werden die Flüge nicht ersetzt, wenn sie wegen Wetter, höherer Gewalt, was auch immer, ausfallen. Und man bekommt keinen Ersatz gestellt. Das heißt, ich hätte mir einen Flug organisieren müssen, was ja natürlich blöd ist. Aber gerade wenn man das so kurzfristig macht, weiß man natürlich nicht, wie schnell man dann nach Hause kommt. Und ja, das war alles dann so ein bisschen aufregend und deswegen war ich gestern dann ziemlich gestresst. Und am Ende ging es dann gerade noch so, es war wirklich so ein halbstündiges Fenster, was dann noch darüber entschieden hat, dass es dann tatsächlich geklappt hat. Einfach weil davor Abfertigungsstopp in Stuttgart war und man in Stuttgart auch nur bis 23 Uhr, glaube ich, starten darf. Ja, und es sah wirklich nicht gut aus, aber es hat dann gerade noch so geklappt und ich habe ein ganz nettes Mädchen am Flughafen kennengelernt, mit der habe ich das dann so mehr oder minder durchgestanden. Und ja, Philipp ist jetzt noch in Deutschland. Der sitzt jetzt noch gerade, ich glaube, bei seinem Bruder und entspannt sich ein bisschen und feiert quasi noch die andere Seite der Familie ab, was wir jetzt gemeinsam nicht mehr geschafft haben. Und er ist jetzt noch ein paar Tage da und deswegen war ich jetzt alleine zu Hause und bin mega happy, jetzt hier wieder mit Jimmy zu sein. Und ja, wir hatten gestern natürlich eine ordentliche Cuddle-Session erstmal und ja, glücklich wieder vereint. Ja, und dann musste ich auch ganz dringend zurück, um eben das Buch jetzt auch weiter voranzutreiben. Ich hatte jetzt heute schon einen Call dazu und morgen nochmal ein und ich bin echt froh, dass ich es jetzt hergeschafft habe, weil sonst wäre das auch alles sehr, sehr kompliziert geworden. Ja, und es war aber auf jeden Fall sehr, sehr schön zu Hause. Ich dachte aber, ich gebe euch jetzt auch nochmal ein Update so zu dem Thema Familienplanung, Verhütung, Periode und so weiter. Wie ihr wisst, das Video ist ja in Kooperation mit Natural Cycles und ja, ich habe auch jetzt trotz der Reise versucht, meinen Rhythmus gut beizubehalten, auch heute. Wobei mir das natürlich ein bisschen schwer gefallen ist. Es ging aber noch so von den Schlafenszeiten her. Und ich habe auch gestern, wie ich euch schon erzählt hatte, dass es vermutlich jetzt irgendwann soweit ist, meine Tage bekommen. Und ich dachte, auch da frage ich euch mal, ob ihr so zu dem Thema ein bisschen mehr Dinge wissen möchtet, was ich so benutze, wie ich eben meine Tage manage, was ich da mache. Auch gerade so in Bezug auf das Thema Müll produzieren, kein Müll produzieren, möglichst wenig Müll produzieren. Und ja, ich glaube, einige wissen, ich habe schon öfter mal in Videos erwähnt, dass ich vor allem gerne auch so Periodenunterhosen benutze. Aber was ich eben mache, wenn ich dann meine Tage bekomme, zum Beispiel ein bisschen zu früh oder an einem Zeitpunkt, wo ich vielleicht nicht so hundertprozentig gedacht hätte, weil vielleicht mal irgendwas nicht ganz regular läuft in meinem Zyklus, der sich ein bisschen verkürzt, verlängert, was auch immer. Ja, und beim Reisen kann man jetzt ja, ist es schon etwas schwieriger, so eine Periodenunterhose zu benutzen, eben wegen dem Waschen, Auswaschen und so weiter. Und ja, gerade aus Stuttgart gibt es da eine ganz coole Company, ein Unternehmen, das sich mit organischen Tampons beschäftigt und die auch das Thema Müllproduzieren im Blick haben. Aber falls ihr da Bock habt, kann ich euch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ich habe die auch schon öfter mal auf Instagram erwähnt. The Female Company heißen die. Ja, und zum Thema Familienplanung. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich was mit den Kids von meiner Schwester poste und vor allem, wenn ich jetzt auch schon ein Video zu diesem Thema mache, wo es eben um solche Verhütungsmethoden geht, die auch dazu eingesetzt werden, eben nicht nur zu verhüten, sondern auch die Familienplanung eben zu machen. Da fragen immer viele von euch, Jasmin, wie sieht es aus? Was habt ihr geplant? Und ich dachte, ich kann ja mal dazu ganz öffentlich was sagen. Erstmal weiß ich, dass ich niemandem eine Antwort dazu schuldig bin. Das ist mir völlig bewusst, aber ich habe kein Problem damit, proaktiv was dazu zu sagen, einfach weil ich finde, es erleichtert mir selber mein Leben, weil ich dann auch nicht so viele Nachrichten beantworten muss und so. Und ja, es ist nichts geplant, das kann ich euch sagen. Also ich benutze Natural Cycles, um zu verhüten und nicht um sowas zu planen. Generell genieße ich die Zeit mit meiner Familie, mit den Kids von meiner Schwester. Ich liebe die total. Es sind echt so meine drei kleinen Lieblingsmenschen. Jetzt ist ja noch der dritte, der Leopold, dazugekommen. Und für mich ist es immer wieder schön, Zeit mit denen zu verbringen und
Ja, auf jeden Fall weckt es auch so ein bisschen Gefühl in einem, wenn man eben, vor allem jetzt seitdem ich halt die drei Kleinen von meiner Schwester habe, früher so bei Freundinnen oder allgemein bei Babys war es bei mir nicht so, dass ich so dachte, oh, ich hätte jetzt auch voll gern ein Baby. Bei den dreien, die sind halt so unfassbar süß und die sind halt so ein Teil von einem selber. Also ich erkenne mich halt so unheimlich in der Luzi wieder und aber auch in den anderen. Aber optisch kommentieren ja auch immer sehr viele, dass die mir sehr, sehr ähnlich sieht. Und das stimmt auch. Also als Kind sah ich auch sehr, sehr ähnlich aus und ich glaube vom Charakter her auch so ein bisschen. Und auf jeden Fall weckt das schon was in einem. Aber also mein Leben, da wo ich gerade stehe und wo Philipp und ich gemeinsam gerade stehen, ist auf jeden Fall so, dass wir als Paar noch Sachen haben, die wir gemeinsam alleine, also wir zwei alleine erleben wollen und Zeit für uns haben wollen. Und ja, das ist einfach der Stand momentan. Also alle, die dann immer so, oh, es wäre so schön, da muss ich euch ein Stück weit enttäuschen, das ist nichts geplant. Aber wir haben halt momentan auch so eine Freiheit, dass man nichts planen muss. Und generell ist gerade bei solchen Verhütungsmethoden, generell bei allen Verhütungsmethoden, alle sind nicht zu 100% sicher. Es gibt keine 100%ige Garantie. Man muss sich immer darüber bewusst sein, was im Falle einer ungewollten Schwangerschaft passiert. Und ich bin alt genug und deswegen finde ich, ich kann darüber und über meinen Körper selber entscheiden. Ich plane momentan keine Babys, aber kann mir das auf jeden Fall irgendwann sehr gut vorstellen. Es ist nicht so, dass ich per se keine Kinder möchte. Und ja, ich dachte, ich spreche da mal mit euch darüber. Was allerdings nicht so richtig cool ist, ist, wenn man Leute auf Social Media andauernd fragt, ob sie gerade schwanger sind, ohne irgendeine persönliche Beziehung zu der Person zu haben. Und auch in dem realen Umfeld würde ich euch nicht empfehlen, Leute andauernd darauf anzusprechen. Das kommt einfach nicht so gut an und ist auch eigentlich ein Eingriff in die Privats- und Intimsphäre, wie ich finde. Dazu habe ich aber letztens mal auf Instagram ein bisschen mehr gesagt. Ja, und that's it. Ich dachte, ich date euch mal kurz ab. Es war, wie gesagt, ein bisschen dramatisch gestern Abend und ich hatte echt ein bisschen Angst. Und wir waren so happy jetzt mal, diese Lösung gefunden zu haben mit der Hundesitterin und eventuell öfter mal auch die Familie gemeinsam besuchen zu können. Und das war jetzt nochmal so ein Dämpfer. Es war ein bisschen schade, aber sonst ist alles super gelaufen mit ihr und mit Jimmy und es war echt schön und es freut mich voll, dass wir das jetzt mal machen konnten. Nur aus dieser Euphorie ist jetzt halt trotzdem sowas entstanden, dass ich gerade nicht so sicher bin, wann wir das nächste Mal so machen. Ja, das war der heutige Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde es jetzt heute gleich noch schneiden und dann so schnell wie möglich auf den Weg bringen für euch. Ja, und dann sehen wir uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss.